Dass es nie perfekt ist. Das musst du erstmal hinkriegen. Das muss einer erstmal hinkriegen, dass es nie perfekt ist. Ja. Tendenz ist ja immer, es perfekt zu machen. Oder zumindest so gut, dass man für einen Moment zufrieden ist. Dass man weiterleben kann. Ohne dass man sich so schlecht fühlt, weil man es ja nicht so gut gemacht hat. Doch dass es nie perfekt ist. Das kriegt man hin. Da musst du ja mal eine Aufgabe machen draus. Es immer unvollkommen sein zu lassen. Das wäre dann schon fast Vollkommenheit. Doch. Wen kümmert's? Wen interessiert's denn? Ob's vollkommen oder unvollkommen ist. Ob einer sagt, das war jetzt aber ein perfekter Moment. Aber der nächste, naja, ich den mit dem anderen vergleiche, ist nicht mehr ganz so perfekt. Also, eigentlich nicht perfekt. Ist nicht perfekt. Ah, wen kümmert's? Den Kümmerling. Doch ist der Kümmerling perfekt. Vielleicht perfekt im Kümmern. Ja, aber zum Thema zurück. Dass es nie perfekt ist. Das muss ich erstmal hinkriegen. Das wäre mal eine grandiose Sache. Wenn du weißt, es ist nie perfekt. Worum musst du dich dann noch Sorgen machen? Weil es wird ja nie perfekt werden. Es kann immer nicht perfekt sein. Kann es dann immer so sein, wie es ist. Man weiß zwar nicht, was es ist. Oder was wie ist. Oder wer was für was hält. Oder wer sein sollte. Aber macht ja nichts. Es ist ja einfach nie perfekt. Und das ist auch Perfektion an sich. Guten Morgen. Oder gute Nacht. Halleluja. Oder auch wieder schön geschaut. Auch ein bisschen dumm geschaut. Wieder dumm geschaut. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Vielleicht jede Menge. Oder gar nichts mehr. Die Stille hat keinen Willen. Muss ich nicht orientieren oder nach einer Heimat suchen? Jedes Wort, das je gesprochen wurde, ist schon wieder von der Stille verschluckt. Und doch kann man nochmal alles sagen, ohne dass es dieser Stille etwas ausmachen. Dude, das ist wohl wahr.